So, Freunde, willkommen zum neuen Video. Wir sind jetzt heute mal bei meinem Grenadierpartner in Bayerbrunn bei München bei Schmidt Premium Cars. Wir sind dann heute mit dem Leon verabredet und der zeigt uns mal ein paar Sachen. Grüß dich, servus. Edzard. So. Ja, schön, dass du da seid. Also wie ihr hier sehr schön sehen könnt, wir sind Schmidt Premium Cars. Wir sind eigentlich, wir sind Teil der Autohaus Michael Schmidt Gruppe. Schmidt Premium Cars ist eigentlich offiziell der Rolls-Royce-Händler. Vielleicht draußen den einen oder anderen gesehen. Ja. Und wir haben uns jetzt den Grenadier bzw. den Ineos mit dazugenommen als Marke. Einfach so als Portfolioerweiterung. Mhm. Und sind tatsächlich auch über Rolls-Royce zu Ineos Grenadier gekommen. Okay. Ja, das ist so ein Weg, den man normalerweise jetzt nicht so erwarten würde. Beide haben irgendwo auch BMW-Hintergrund. Ne? Wir haben den BMW-Motor hier im Ineos. Der Rolls-Royce ist ja federführend inzwischen in der Entwicklung bei BMW. Genau, also so, sag ich mal, so ein britischer Akzent ist durchaus gegeben. Wir wollten ja auch mal in deine Konfiguration reinschauen. Ach, genau, ja. Genau, da hattest du ja gefragt, ob wir ein paar Änderungen noch machen können, ja, was grundsätzlich möglich ist. Ja, gerade bei den Teilen, die man dann eher austauscht, ja, die braucht man dann nicht doppelt. Genau, machen. Also wenn natürlich jetzt was sein sollte, wo du sagst, okay, du hast dich jetzt damals, weil als du deine Ineos bestellt hast, war die Welt ja noch etwas grauer und noch nicht so bunt, wie sie heute ist. Ja. Haben wir natürlich schon jetzt einiges dazu gewonnen, wie hier unser Freund Thomas Grüter aus der Schweiz von Black Sheep. Und zwar haben wir hier den Reservekanister mit seiner Halterung. Macht ja auch irgendwie Sinn, dass man den absperren kann. Das besteht im Prinzip aus zwei Teilen, dem Halter und dem Kanister selber. Was ich ganz cool finde, dass wir hier im Prinzip auf zwei bestehende Systeme zurückgreifen. Das ist natürlich einmal hier die Roofbar und die Utility-Leiste. Mhm. Das ist hier einfach mit Fittings montiert. Und hier oben hat man ein spezielles System gebaut. Das heißt, du siehst hier sehr schön, dass das hier aufstecken, gell? Aufgesteckt wird. Und man trotzdem aber noch vollen Zugang zu Elektrosystem hat. Und hier dieses Gitter ist ein sogenanntes Molle-System. Das heißt, hier kann man diverse Transportmöglichkeiten einbauen. Das ist so ein genormtes Militär. Ja, das kennt man von den Rucksäcken, um das so durchschlaufen. Genau. Ja, für so Sandbleche zum Beispiel. Oder genau, Sandbleche kann man klassisch montieren. Hier alles Mögliche. Der Halter, ähnlich wie drüben. Mhm. Der Basisträger ist der gleiche. Hier haben wir einmal einen Kanisterhalter ohne Schloss. Ja, stimmt. Hier. Und einmal mit Schloss. Viele andere haben natürlich auch diese Systeme. Allerdings werden dann oft hier Airline-Schienen aufgenietet aufs Fahrzeug. Das heißt, du hast natürlich dann auch wieder eine Verletzung der Karosserie, Korrosion, Wassereintritt etc. pp. Das ist immer so Sache, ja. Genau, das ist hier sehr, sehr sexy gelöst. Man sieht hier auch, ich weiß nicht, wenn man mal so näher hingeht, ja, wie hochwertig die ganzen Materialien pulverbeschichtet sind. Eins meiner Lieblingsaccessoires, das ist der faltbare Tisch. Ja, da wird das hier so unten eingehängt. An diesem Sicherungsclip ist normalerweise ein kleiner Drahtseil dran. Da waren wir jetzt nur ein bisschen zu faul, den zu montieren. Aber das ist ja kein Problem, das dürfte nur nicht dem Thomas sagen. Dann ich habe nie einer erfahren. Wer wird es nie erfahren? Woher auch? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da haben wir das Tischchen. Flo, direkt perfekte Barhöhe. Ja, ja, da würde ich sagen. Das Bier. Gin Tonic und ein helles, bitte. Nein. Ja, das cool ist, auch wenn du die Tür öffnest tatsächlich, hier, läufst du nicht Gefahr, dass du mit der Vordertür kollidierst. Jetzt solltest du allerdings die Vordertür nicht mehr öffnen. Ja, das ist klar. Ja. Ausstattungen, die nicht breiter als der Türgriff sind, dürfen am Fahrzeug verbleiben. Und alle Transportsysteme, die am Fahrzeug abbaubar sind, zum Beispiel die Kanister, dürfen auch am Fahrzeug verbleiben. Ja, aber wir haben natürlich auch andere tolle Zubehörteile natürlich noch dazu bekommen. Hier haben wir die Alutec München Boxen. Das Dach hauptsächlich gedacht sind, aber auch für den Fahrzeuginnenraum. Es gibt unterschiedliche Ausstattungen. Es gibt die Comfort Line, es gibt die Industrie Line. Die hatte zum Beispiel hier diese
gegossenen Aluteile, ja, damit man die stapeln kann. Genau, also nicht aus Plastik, sondern richtig stabil. Das Coole an Alutech München natürlich als München ist, dass München draufsteht. Ja. Ja. Und sie aus meinem Heimatort kommen, aus Gräfelfing. Und sie produzieren aber auch ausschließlich in Europa. Mhm. Ja. Und wie bei Black Sheep und anderen Herstellern stehen wir natürlich immer so ein bisschen auf die Underdogs. Deswegen haben wir uns bewusst gegen den großen, namhaften Konkurrenten mit Z entschieden, ja. Haben uns hier für die coolen Alutech-Boxen entschieden, die auch tatsächlich schon in der ganzen, wie soll man sagen, Reise- und Safari-Historie sehr, sehr gute Dienste geleistet haben. Ich habe neulich so Bilder gesehen von der Rallye Dakar und da waren überall Alutech-Boxen drauf. Aus den 80er und 70er. Genau. Jawohl. Das ist die große Box für innen. Hydraulikdämpfern und zwei Schlössern geliefert. Oh, okay. Das Coole ist, dass sie das Niveau ausgleicht, wenn man die Sitze umklappt. Ja. Ja, dass man eine ebene Fläche noch hat, wo man noch drüber laden kann. Genau. Und die nächste Generation dieser Box wird auch hier ein Auszugfach haben. Ja, da kann ich schon verstehen, dass man da natürlich vielleicht die ein oder andere Entscheidung mal bedenken muss. Und das ist ja auch grundsätzlich möglich. Solange dein Auto noch nicht in die Produktion gegangen ist, das werden wir auch gleich gucken, mhm. Ja, tatsächlich solltest du auch keinen Vertrag unterschrieben haben, denn einen unterschriebenen Vertrag zu ändern ist, ja, das ist sehr, sehr aufwendig und eigentlich für alle Beteiligten nicht machbar. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu mir ins Büro. Ja, dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal, was wir da deichseln können. Bin mal gespannt. Folge mir. So, nimm noch Platz. Ja, dankeschön. So, dann wollen wir mal in deine Bestellung reinschauen. Perfekt. Also, ich kann dir über dein Auto sagen, Start oder Start Body Shop. Das bedeutet, dein Auto ist jetzt nicht nur in die Produktion eingeplant, sondern es ist schon fest in der Produktion drinnen. Das sind jetzt mal gute Neuigkeiten. Tatsächlich ist jetzt, ne, von einer schlechten Neuigkeit kann man jetzt nicht sprechen, aber dadurch, dass dein Auto schon in die Produktion gegangen ist, kann ich jetzt leider keine Konfigurationsänderung mehr durchführen. Ah, okay. Ja. Vom Datum her wird man noch nichts sehen, gell? Ich kann dir aus der Erfahrung heraus sagen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Schritten. Mhm. Ja. Dann irgendwann kommt das General Assembly. Dann werden im Prinzip die Papiere, das COC und so weiter für das Fahrzeug erstellt. Mhm. Dann wird der Dienstleister für die Papiere, also für die Erstellung der Briefe informiert, dass das Auto gebaut wurde. Das passiert maschinell. Dann wird dein Auto auf den Compound gebracht. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich ja noch nie in Hambach. Ja? Das ist ein großes Werk mit natürlich extrem viel Platz drumherum. Es ist so ein großes Werk, was auf der Wiese steht. Mhm. Da gibt es relativ viel Lagerplatz. Da werden die Autos zwischengelagert, bis der Logistikdienstleister kommt, das Auto abholt und dann zu uns bringt. Wenn das Auto dann bei uns steht, dann stellt sich das in eine Warteschlange ein, schreiben dann gleich einen sogenannten Werkstattauftrag und arbeiten dann sukzessive die Fahrzeuge ab, bis deins dran ist. Parallel zur Anlieferung plus minus einiger Tage wird dann Zubehör angeliefert. Das wäre jetzt bei dir zum Beispiel, was ich auf Anhieb sehe, der Rockslider und der Cyclone, also der Filter oben. Mhm. Und wahrscheinlich hast du noch ein Tailgate-Table bestellt. Ja, genau, das ist ein Hecktisch. Ja. Genau, so diese Teile werden dann angeliefert. Werden dann bei uns vor Ort mit der sogenannten PDI verbaut. Wir machen eine Pre-Delivery Inspection. Bei der Pre-Delivery Inspection, sage ich jetzt mal so, eine der aufwendigsten Wartungen in einem Fahrzeug. Hier werden alle Füllstände geprüft, sind die Achsen richtig befüllt, genügend, ja, ist genug Öl drinnen, wie ist die Batterie beieinander, funktioniert die Klimaanlage. Da werden also alle Funktionen an einem Fahrzeug geprüft. So ein bisschen wie der Pilot, der am Anfang erstmal alle Checks macht, ob alles funktioniert, damit wir dir ja auch ein fertiges und voll funktionsfähiges Fahrzeug. Also praktisch der erste Service, also zur Auslieferung dann praktisch. Genau, hier wird das Auto wird auch ja, mit so Folien im sogenannten Transportmodus angeliefert bei uns, weil er sonst ja immer die Alarmanlage auf dem großen LKW auslösen würde, die zum Beispiel auch erst rausgenommen wird. Das heißt, okay. Da steckt einiges an Arbeit noch drin, bis dein Fahrzeug auslieferungsfertig ist. Und dann werden die Teile angebaut, ja, und dann haben wir den Brief hier im Haus. Dann
telefonieren wir, kommunizieren wir hinsichtlich der Zahlung. Möchtest du Leasing finanzieren oder Kauf machen? Das musstest du allerdings im Vorfeld ja schon sagen. Normalerweise solltest du dann auch schon längst deine Zahlungsaufforderung gehabt bekommen haben und auch idealerweise gezahlt haben. Dann geht es relativ schnell. Dann ist es ja auf gut Deutsch absehbar. Dann. Ich würde jetzt ungefähr also mal plus minus 4 Wochen rechnen, bis du in deinem neuen Auto sitzt. Ist jetzt eine Prognose. Ja.